Diese Staubexplosion passiert so schnell, dass Details mit freiem Auge kaum wahrnehmbar sind. Sehen wir uns das im Zeitlupenvideo an. Bei einer Staubexplosion entzündet sich brennbarer Staub explosionsartig. In diesem Fall wurden die Sporen des Bärlaps, welche auch in der Pharmazie Anwendung finden, mit einem Strohhalm in die Kerzenflamme geblasen. Doch warum erfolgt die explosionsartige Verbrennung? Die Moleküle brennbarer Stoffe reagieren bei der Verbrennung mit den Sauerstoffmolekülen der Umgebungsluft. Die Staubkörner bieten der Umgebungsluft eine sehr große Reaktionsfläche. Daher kann die Verbrennung in sehr kurzer Zeit stattfinden. Wir können uns dies auch am Beispiel eines Holzscheits vorstellen. Ein ganzes Holzscheit braucht zur Verbrennung recht lang. Wird das Holzscheit zerkleinert, so dauert die Verbrennung viel weniger lang. Und wenn wir das Holzscheit zu Staub verarbeiten, passiert die Verbrennung innerhalb sehr kurzer Zeit, wie auch in unserem Fall. Dabei wird bei allen drei Verbrennungsarten die gleiche Menge an Energie frei, nur eben in unterschiedlicher Zeit. Der Begriff Energie pro Zeit wird in der Physik als Leistung bezeichnet und in der Einheit Watt angegeben.